Komm, du hast im Bergwerk gearbeitet. So, sei jetzt nicht abgeschlossen. Es funktioniert. In dem Moment, wenn sie drückt, kommt der Mitarbeiter rein. Nee. Wow, es ist schon sehr geil. Ich will nicht riskieren, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn ich jetzt gehe. Ich will doch jetzt auch nicht gehen. Trotz ihres Alters sind sie immer noch umwerfend. Wie lange sie wohl schon nicht mehr aktiviert wurden? Trotz ihres Alters okay. Sind sie immer noch umwerfend. Und das ist Symbol von Wie lange Hans. Sie wohl schon nicht mehr aktiviert wurden? Ich bin sicher, ich habe hier noch zu tun. Gut, na, umgehen. Ah, da. Habe ich nicht gesehen. So. Oh mein Gott. Das war's mit dem Antrieb. Jetzt sollte ich die großen Türen öffnen. Wie? Echt jetzt? Ich will nicht riskieren, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn ich jetzt gehe. Trotz ihres Alters ja. Sind sie immer noch umwerfend. Wie lange sie wohl schon nicht mehr. Das habe ich doch alle schon gehört. So. Was ist denn jetzt neu? Doch nach oben gehen. Irgendwas fehlt noch. Das habe ich noch gar nicht, okay. Wow. Sieht aus wie ein Ersatzteil für Automaten. Mhm. Zur Hälfte fertig. Mal sehen, was als nächstes kommt. Bin ich echt mal gespannt.
können wir den anderen Automaten reparieren. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt geht's. Ach, was sie immer so erstaunt ist. Ich wüsste gerne, wie ich rauskomme. Muss ich Sie daran erinnern, dass wir hier unerlaubt eingedrungen sind? Der Mitarbeiter wird sehr überrascht sein, wenn Sie aus seinem Hinterzimmer kommen. Ja. Ich weiß halt nicht, wo. Gut. Wir sind ein gutes Stück weiter. Ja, ich beanspruche im Moment die Hilfe so ein bisschen, aber der ist ganz. Wo war denn der andere? Der war da, ne? Dann nimm's bitte. Untersuchen, danke. Drei laufen jetzt. Nur noch einer. Wo ist dieses Auto hier? Mit dem kann man nicht reden. Ah. Ich muss den Besitzer finden. 5123888221. Ja, jetzt hätte ich gerne so ein bisschen mehr Übersicht. Was war das? 5123888321. Da wollte ich hin. Dahin. Oh. Firma Hagen, Dietrich, guten Tag. Hallo, entschuldigen Sie, aber Ihr Wagen ist auf dem Platz geparkt und er steht im Weg. Fahren Sie ihn bitte weg. Oh, tut mir leid, ich bin gerade bei einem Kunden und ich fahre ihn gleich weg. Alles klar. Danke. Ah. Ja, super. Ich glaube, dann haben wir es jetzt gleich geschafft. Das Auto ist aber auch sehr geil. So, ja, geh dahin, oder? Machst du es automatisch? Nein.
Wo war das denn? Hier? Da. Super. Geh dahin. Schön. Ja, geh ruhig langsam, ist super. Mach das. Hätte ja sein können, oder? Gut. Ja, das ist er. Und auch sie geht sehr langsam. Vier, zwei, fünf, drei. Ne, das ist die Rückseite. Aha. Okay. Aha. Das sieht komplex aus. Ein Teil des Mechanismus wurde beschädigt, aber ich habe es ausgetauscht. Sie können Frau Beckmann sagen, dass jetzt alles in Ordnung ist. So, ich müsste es einfach... Das müsste dann 9,7. Keine Luft hindurch. Ich muss etwas übersehen haben. Etwas stimmt nicht. Okay, müssen wir noch mal gucken. Das ist richtig, das ist richtig. Oh mein Gott. Bin ich froh, dass ich das nicht stemmen muss. Muss ich aber. Ja, toll. Ich will auch jetzt nicht mit Screenshots arbeiten. Das sieht komplex aus. So, ich gehe mal nochmal darüber. Zwei Löcher. Warte mal.
Ich frage mich, was das darstellt. Oh mein Gott, aber ich kann das auch nicht. So. Was? Oh mein Gott. Was? Das kann ich mir doch nicht alles merken. Warte. Ich habe einen Screenshot gemacht, klar. Warum nicht? Jetzt wird das ja wieder klein. Hör mal auf. Mach, bleib bitte groß. Ah, ich muss gerade ein bisschen was vorbereiten. Kleinen Moment. So, da bin ich und ich habe einen Screenshot. Richtig. Das ist richtig. Dann. Ich frage mich, wie man das ohne Screenshot machen soll. Das ist nicht ganz richtig. Ja, nicht das. Komm. Hä? Nee, das ist es ja auch nicht. Warte. Das ist es. So, bis dahin. Richtig. Dann hier. Nein. So. Und nein, das wollte ich nicht. Das da oben ist zu. Aha. Das sieht man doch gar nicht. Das. Ah ja, so stimmt das. Nein, das stimmt auch nicht. Oder ist auch gar kein Loch. Egal. So, das ist auch jetzt richtig. Das ist richtig und das da. Stimmt auch.